Ja, das hat man in der Schalterwelt noch nie so gesehen. Die Klaviertaste quasi. Genau, mhm. Genau. Das ist doch schick und modern. Also für mich ist es ein moderner Schalter. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Luxusklasse unter den KNX-Tastern. Wir stellen euch heute den Basalte Chopin vor. Und da kommt er auch schon. Die Ada zeigt euch mal so, wie er grundsätzlich aussieht. Wir werden heute mal besprechen, welche Varianten es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, welche Zielgruppe der Chopin hat und das Ganze preislich vielleicht auch noch ein bisschen. Ne? Also wir sind ja hier wirklich in der Luxusklasse, da muss ich gleich dazu sagen, es gibt noch meinen Spruch, da wo Gira aufhört, fängt Basalte an. Das ist jetzt nicht nur einfach ein Taster oder Schalter an der Wand. Das ist natürlich für diejenigen unter euch, wo es darum geht, sich ins Ambiente einzufügen. Also da geht es auch darum um Innenarchitektur, da geht es um Farben. Vielleicht zeigen wir euch dann mal aus der Nähe jetzt, was der Schalter alles kann. Und welche Varianten es gibt. Da genau. Bin ich ein großer Fan von. Die gefallen mir nämlich sehr gut. Das ist wie so eine Schmuckkassette hier angeordnet. Wir haben wirklich noch eine. Ich finde es ganz schick. Das vielleicht nochmal zu der Bauform hier. Das ist die doppelte Bauform, also die doppelte Größe. Und ich finde, das zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Ich kann jetzt das mit einer Steckdose kombinieren und es ist alles aus einem Guss. Das ist jetzt hier so Messing. Ne? Ich finde das total schick. Ich finde es auch total gut. Ich würde vielleicht kein Schwarz nehmen, aber das ist Geschmackssache. Mhm. Zeig mal die andere Seite. Da sieht man noch ganz gut, dass es wirklich aus einem Guss ist. Das ist aus dem vollen gefräst. Ne? Das ist noch was anderes, als wenn ich jetzt einen Spritzguss aus Kunststoff nehme oder so. Es fühlt sich auch total schwer an. Wir haben jetzt keine Waage gefunden, oder? Nee. Wir haben keine Waage. Also das nochmal so. Das ist jetzt der Aufsatz. Es ist immer die Elektronikeinheit und der Aufsatz. Ich finde, das ist mein Favorit hier, das Messing. Nur, da kann ich jetzt vielleicht nicht eine weiße Wand im Hintergrund haben, sondern vielleicht ein bisschen was Dunkleres. Deswegen sage ich in Villen. Also für mich ist das der Villen-Favorit. So, jetzt wollte nur das nochmal zeigen. Dann musst du einmal so. Ja. Zeigen wir das Ganze nochmal so. Genau, das ist jetzt wieder einer mit zwei Kippschaltern und einer mit einem. Genau. Das ist halt so ein Dreierklavier. Ne? Das ist jetzt ein breiter und ein schmaler. Auch wieder ein Aufsatz. Hinten dran sind zwei Elektronikeinheiten, wieder aus dem Vollen gefräst, wie auch alles aus dem Vollen gefräst ist. Wenn wir uns in der Preisklasse bewegen, ist es natürlich immer auch eine Designfrage und eine Geschmacksfrage. Ganz genau. Das ist ja der Fokus. Also ich glaube auch das Thema Innenarchitektur und Farbe spielt eine ganz große Rolle. Ne? Also ist ja bei vielen Leuten ganz entscheidend. Ne? Also das merken wir ja. Ja, natürlich. Also wenn du eine alte Villa renovierst, dann brauchst du den Flair. Sag mir nochmal das Französische hierfür. Verfauché heißt das. Okay. Also auf Deutsch heißt das Hammerschlag. Kennt man alles. Ihr kennt ja von uns die Sentido-Taster. Da kennt man das. Und ihr könnt jetzt hier 12 verschiedene Oberflächen, also wenn wir von Oberflächen reden, sind das die Metalloberflächen, das könnt ihr wählen. Und wie gesagt, sind diese 1154 Kombinationen der Individualisierung und da vergleiche ich das ganz einfach mit der Autowelt. Ne? Also da kannst du auch verschiedene Lederformen nehmen, du kannst, also Motoren sowieso, aber verschiedene Farben und Lacke. Also hier geht es wirklich um Ambiente. Mhm. Ne? Und also ich sage dir ganz ehrlich, was ist mein Favorit? Muss man vielleicht mal so rumdrehen. Mein Favorit ist hier oben das. Also dieses Fair-Fauché Metal heißt das, glaube ich, oder Bronze. Bronze heißt es. Hm. Ich finde, es kommt einfach darauf an, wie der Raum eingerichtet ist und was man da am besten so anpassen kann. Das ist eine individuelle Gestaltung. Mhm. Was wäre dein Favorit? Ich mag das ganz gerne. Ich glaube, das ist Rosé, soll das sein. Das hier, und dann müsste man schauen, womit man es kombiniert. Würdest du das überall gleich anlegen, in jedem Raum das gleiche Design oder raumabhängig? Also du fragst jetzt hier was. Also ich würde es immer gleich machen, wie auch das Bedienkonzept. Ne? Ja. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, die Taste ist mit dem und dem und dem und dem belegt. Ne? Ich würde in jedem Raum immer gleich machen. So machen wir es auch mit euch, als wenn wir in der Konzeptionsphase sind.
Aber es gibt durchaus Leute, die jetzt sagen, in einem, sag ich mal, in einer Lounge oder in einem Vestibül, da nehme ich was anderes. Das hängt also von den Wänden ab. Es kann ja sein, sogar sein, dass die Wände mit Stoff bespannt sind. Eine andere Frage wäre, also die Programmierung würdest du überall gleich anlegen, in jedem Raum, auch damit man wahrscheinlich nicht durcheinander kommt, ja, welcher Schalter was ist. Unbedingt, Okay. unbedingt. Also sonst, also die Bedienlogik muss immer die gleiche sein. Und das ist meistens dann immer so, also ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass halt bei den Bauherren die Männer in ihrem eigenen Raum dann, also ich sage mal so, das ist ja meistens das Arbeitszimmer, die Männer dann Spezialfunktionen haben. Ja, die legen dann zwei, drei Szenen fest, aber ansonsten würde ich sagen, muss immer Immer gleich gleich. sein, ne? Weil auch dem Gast erkläre ich jetzt oben links, unten links oder sowas, nur hier in dem Falle oder oben und unten. Das ist bei diesen Schaltern oder bei diesen Tastern ja sowieso ein Highlight, wenn du Besuch bekommst. Also das ist einfach ein Hingucker. Da geht's schon bei den Tastern los. Ja, also ich sage immer, du fühlst auch hier, ne, wenn du jetzt auf dem Metall, wenn du hier mal drüber fasst, du spürst es eigentlich haptisch. Und also du siehst schon von der Farbe her, dass es hochwertig ist. Und das wird auch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte genauso sein. Vielleicht zeigen wir euch nochmal die verschiedenen Bauformen jetzt. Es gibt ja verschiedene Bauformen. Es gibt also das Ganze als Einfachtaster, es gibt ihn als Zweifachtaster. Ich sage deshalb Taster, weil ich hoch und runter diese Funktion habe, ne, hier. Und das ist die einfache Funktion. Es gibt ihn beleuchtet mit einer LED. Da kriege ich quasi den Status angezeigt. Und ich kann natürlich verschiedene Farben noch festlegen. Heißt das jetzt aber, ich kann bei diesem quasi drei Optionen programmieren? Oder einmal hoch, einmal runter, Du kannst hoch, sogar runter und gleichzeitig. noch mehr programmieren. Das heißt also, ich kann einen langen und einen kurzen Klick. Das kann ich noch machen. Das heißt, das brauchen wir bei Licht ein- und ausschalten, bei Jalousie hoch und runter fahren. Und wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel das Licht dimmen will, dann muss ich mit einem langen Klick das festlegen. Werfen jetzt nochmal einen Blick in die Produktdatenbank. Da könnt ihr nochmal sehen, was wir da alles einstellen können. Ihr könnt da einstellen, was für Tastenfunktionen wir haben. Ihr könnt einstellen, also was nach oben, nach unten ist. Ihr könnt die Jalousien einstellen. Ihr könnt damit Licht ein- und ausschalten, dimmen. Ich kann natürlich auch die Gartenbewässerung zum Beispiel schalten. Das geht ganz genauso. Oder ich starte über den Szenensequenzer eine Szenenauswahl. Und ich finde, das ist schon eine ganze Menge, was ich hier mit so zwei Tasten, die eigentlich eher minimalistisch an der Wand sind, sehr hochwertig in ihrer Farbe, in ihrer, ja, es ist schon Ambiente, Ausstrahlung, was da eigentlich alles geht. Jetzt kommen wir mal zu dem Preis. Fragen ja viele von euch immer, was kostet das Ganze? Da, wo Gira aufhört, fängt Basalte an. Ich weiß ja, dass das für einige wieder von euch hier der Stein des Anstoßes sein kann. Frank, die Zahl. Wo sind wir da? Hängt wahrscheinlich ja auch davon ab, wie man die gestaltet, oder? Ganz genau. Also es geht bei vier, bei einer vier geht's los. Endet dann bei deutlich mehr, ne? Aber ich habe auch echt Material. Ich habe also hier, ich habe Aluminium, ich habe Messing, ich habe Nickel. Aber wir haben ja noch einen. Wir haben noch einen. Genau. Und den seht ihr beim nächsten Mal. Da geht es um den Basalte Fibonacci. Fibonacci, goldener Schnitt. Ne? Da bist du ja völlig im Thema. Lass uns in den Taster zeigen, dann kann ich dir sagen, was meine Assoziation mit Fibonacci gerade war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, freuen wir uns für ein Abo. Drückt mal die Glocke, dann seht ihr das Ganze, wenn wir wieder einen neuen Beitrag haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf einen Daumen. Wir freuen uns auf Kommentare. Hast du noch was? Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.